70 Jahre, so alt sind Arnold Schwarzenegger, der VW-Bulli und das Magazin Der Spiegel und der BDKJ, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Genaueres dazu kann uns Franz Hucht erzählen. Er ist Leiter der Dokumentationsstelle in Hardehausen und ein echter Experte auf diesem Gebiet. Hallo Franz. Hallo Fabian. Was kannst du mir denn über die Gründung des BDKJ erzählen? Ja, wir haben zum Beispiel hier in der Dokumentationsstelle das alte Gästebuch des Jugendhauses, in das sich die Teilnehmer der Gründungsversammlung des BDKJ im März 1947 eingetragen haben. Hier sieht man ja die Überschrift Tagung der Führerschaft der Deutschen Katholischen Jugend, eingetragen von Ludwig Wolker, der frühere Generalpräses des Katholischen Männerverbandes, der dann aber der erste Bundespräses des BDKJ geworden ist und die Tagung wahrscheinlich maßgeblich organisiert hat. Da sieht man, dass es doch auch viele Leute waren, die hier waren und aus ganz unterschiedlichen Gegenden, mit ganz unterschiedlichen Berufen. Wir haben von der Gründungsversammlung keine wirklichen Protokolle und auch keine Fotos. Aber es gibt Fotos aus der Zeit. Hier, bei dem Pfingsttreffen 1946, was ist denn da eigentlich passiert? Ja, das Entscheidende war, dass es der erste große Treffpunkt der katholischen Jugend war nach dem Krieg. Es war ja ein Jahr nach Kriegsende im Juni 1946. Und man sieht hier, wie die Gruppen aus der ganzen Diözese hier nach Hardehausen gepilgert sind. Ja, ihre alten Symbole wieder mitgebracht haben. Zum Beispiel das Christusbanner. Ja, man sieht, wie sie auch so im traditionellen bündischen Stil hier in Hardehausen aufmarschieren. Und das war eben ein großes Treffen, Zeltlager mit 2000 Jugendlichen. Und hier haben wir mit das älteste Fundstück, und zwar Entwurf der Bundessatzung vom BDKJ, der tatsächlich dann sogar vor 70 Jahren hier besprochen wurde. Ja, es ist interessant, dass dies ein Dokument ist, was eigentlich dann dem Text der ersten BDKJ-Satzung, die ja in Hardehausen 47 beschlossen wurde, schon sehr entspricht. Einheit in Vielfalt und es lebe Christus in deutscher Jugend. Das war das Motto des dann neu gegründeten BDKJs. Und das größte Erinnerungsstück, was ich euch noch nicht gezeigt habe, das ist genau hier. Da, wo vor 70 Jahren der BDKJ auch gegründet wurde, das Jugendhaus Hardehausen. Und wenn das nicht mal gelebte Geschichte ist. Herzlichen Glückwunsch! Happy Birthday!